Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier im LS22 und wieder mit dabei, Patrick. Grüß euch, Lädels. So, ich bin ein bisschen kuschel auffüllen und du bist beim. Außer bei meinem Feld. Außer bei dem Feld. Perfekt. So. Ich will jetzt bei den Kühen überall Anhänger voll mit Silage eine haben. Mal schauen, dass man langsam bei den Kühen nämlich alles voll kriegt, das alles im grünen Bereich ist. Vom Futter her, dass ich echt nur mal auch einmal im Jahr eigentlich zuschauen müsste. Ja, wie hast du gesagt, Stroh hast wenig, aber du gleichst es mit dem Gras aus, gell? Ja, ich probiere es halt. Mal schauen, ob es nachher funktioniert, aber eigentlich dadurch, dass ich eh ziemlich viel Silage schon produziert habe, beziehungsweise da auffüll, brauche ich nachher nicht mehr so extrem viel. Ja, mal schauen. Das sicher ist alles. Wenn es soweit ist. Wenn mir was ausgeht, nachher merke ich es. Auf alle Fälle. Und ich glaube nachher beim den Anfall, wo ich Raps ernten tue, da kriege ich Stroh auch raus. Wenn es mir nicht ganz täuscht. Das heißt, dann habe ich wieder ein bisschen Stroh. Normalerweise kriegst du nicht, wenn wir Sojabohnen, die Sojabohnen ernten gehen, kriegst du nicht, dann kriegen wir da nicht auch was raus. Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Ich weiß es nicht mehr auswendig, wo überall. Dann sagen wir es eh, wenn es soweit ist. Ja. Ich glaube, bei Hafer krieg ich es nicht raus. Und ich habe halt die meisten Felder jetzt auf Hafer eingestellt, weil ich das Hafer brauche für die Kühe. Ja. Ja, wie gesagt, sehen wir noch eh, wenn mein Feld fertig ist. Und man tut noch was rauskriegen, was brauchen wir, was wir halt brauchen. Ich hab ja bei den Kühen über die Nacht das Wasser aufgefüllt, gell? Manche Kühe haben echt ausgeschaut, als wenn sie hin wären. So wie sie gelegen sind. Weil das sind nicht gelegen wie Kühe, das sind gelegen eigentlich so wie ein Hund oder ein Kotzleck. So komplett auf die Seite mit den Füßen von sich gestreckt. Ich hab schon gedacht, ich hab eine Totenkühe. Jo. Was eigentlich in dem Spur bis jetzt noch nicht geht. Tja. Wer weiß? Na. Ich glaube, das wird auch nicht kommen. Weil dann müssen wir, glaube ich, als FSK 0 weg tun. Thank you.
Ist ja der Balken scharf, ist er lasche, das ist gut. Irgendwann kriege ich das zusammen, dass alles komplett voll ist. Ich brauche eigentlich echt nur einmal im Jahr mehr zu schauen bei den Kühen. Und alles immer auffüllen. Oder halt mal klar. Was ist hä? Hast du was nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Und hat mehr Silage einfallen. Warum das? Musst du umschalten, was? Na. Ist das A? Ja, war Gesamtkapazität da. Das heißt, ich kann maximal, was ist 247.000 eine haben nur von allem irgendwie. Okay. Das ist also das Aha-Erlebnis gewesen jetzt. Mhm. Das ist aber blöd. Mhm. Das ist sehr blöd. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Mischschutze noch einfallen wollte, weil ich dort zwei nicht hätte, könnte ich es gar nicht einfallen. Weil das Gesamte schon früh ist. Jo. Das ist echt blöd. Das Gute ist, dass ich von allen irgendwas drin habe. Das heißt, bis die das leer gefressen haben, helfen die anderen Sachen eigentlich eher schon wieder einfallen. Zum Glück, ja. Kannst du das vielleicht auch irgendwie wieder ein bisschen ausladen oder was? Das ist blöd. Entlernt tut es nur, indem die Kühe jetzt fressen und nochmals fressen. Mhm. Und das tun sie eh brav. Umsonst haben sie ja nicht 3, 4 Mengen, 5 Mengen?
4, glaube ich. 4? Ich glaube, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Okay, häkel mich nicht. Was geht, fahren wir jetzt auf, ist mir wurscht. Das ist ein halbwegs das Wetter wieder runtergegangen. Ha? Ja. Und da Leibnitzer Seiten unten. Da ist es schön rund gegangen. Ernten, glaube ich, wird es auch immer schiffen wie die Sau. Das Wetter wird immer blöder und blöder. Entweder es ist heiß wie Teufel oder es schifft wie blöde oder es ist kalt wie Sau. Yep. Und ich denke, die letzten paar Tage, da ist meine Klimaanlage fast 24 Stunden durchgelaufen. Ja, jetzt glaube ich gern, was da ist. Hat sie alles auf. Also ja. Und wenn du noch andrehst für in die Nacht, bei einem besseren Schlafen, und einem Lärm oder so, dauert es nicht lang. Du schlafst ein, aber nach ein, zwei Stunden kommst du auf, weil die heiß ist wie Sau. Mhm. Und dann drehst du das wieder auf. Jupp, kenn ich alles. Das Gute ist, ich habe mich schon mittlerweile an die Geräusche gewöhnt von der Klimaanlage, weil ich schlaf lieber bei dem Lärm als wie bei der Hitze. Das auf alle Fälle. Vor allem wenn du noch bei der Hitze schlafst, kommst du auf und das bringt alles. Ja. Das wird man meistens auf den Zeiger. Ist auch selber auch mit dem Sessel. Mit der kurzen Hose, wenn ich da auf den Leder am Abbecken tue, das nervt auch. Deswegen habe ich meistens schon ein Handtuch runtergelegt. Dass ich nicht bicken bleibe. Ich habe so ein Leintuch drüber dann. Noch. Und die macht jetzt gerade die letzte Runde. Okay.
Scheiße. Auf geht's zur letzten Runde. Letzten Runde meinst du damit einmal hoch und nieder oder nur ausstrecken? Nur mehr ausstrecken. Okay. Rein nur mehr oben zu. Und dann alles weiter, weiter, weiter. Genau, genau, genau. Und denkst, hab jetzt doch, jetzt habe ich noch zwei lange Geraden gehabt. So auf die Obi. Eins, zwei, drei. Hier mit ein bisschen kürzere. Und ich bin schon wieder auf 40% heran, gell? Und ich bin noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, wie mein Feld, was bei dir daneben ist, halt darunter ist, ja, gemacht habe, habe ich müssen zweimal laufen sogar. Okay. Passt, so. Gesamtkapazität bin ich bei alle ziemlich voll jetzt. Das heißt, jetzt müssen sie mal alle fressen. Fressen, fressen, fressen. Das nächste, was ich dann überhaupt beifahren muss, ist sowieso dann Getreide. Von denen habe ich am wenigsten. Okay. Was ich aber nicht verstehe. Griechisch. Unter anderem. Sechst. Getreide wird irgendwie aber nicht weniger, kommt mir vor. Weißt du noch, wie viel wir eingekauft haben pro Kursstall? Hat das 30.000 Liter gewesen sein? Ein Hänger vor vom großer Hänger vor, oder? Da gehen irgendwas bei die 30.000 rein, oder? Na, 50.000 können beim großen rein. Also, beim Ladewagen oder beim Hänger? Beim Hänger muss man mit den Traktoren immer zusammen haben, weil mit den LKWs bin ich mit dem schwarzen Hänger. Na. Oder? Warte mal, was waren das für Hänger? Oder bist du mit dem LKW bist du gefahren? Na, mit dem LKW bin ich nie gefahren. Die Frage ist jetzt, mit was bist du damals gefahren? Mit den einen. Ich habe immer den Hänger genommen, mit dem, was man Dings, sag schnell. Oder so abgeerntet haben. Der schwarze Hänger. Hast du den schwarz lackiert? Was ich weiß, ist bei mir schwarz. Der LKW ist es mal nicht, weil der ist weiß, sicher Gott. Ja. Also der, was da auf die Kirche steht, ist es einmal nicht. Der, was da draußen steht, der da. Da, Kolas, der da. Ah ja, genau, der. Der Schwarze. Ja, mir ist ruhig. Der hat... Den haben wir, glaube ich, immer voll gemacht, oder? Aber das war mit dem Hafer, oder?
Ja, mit dem Hafer, ja? Ja, den haben wir, da habe ich immer. Da steht aber nicht, wie viel Fass und Vermögen in Liter reingeht. Nur 6,2 Tonnen und 33,6 Kubikmeter. Und den haben wir immer voll gemacht. Und da bin ich jeweils mit einer hängen lassen und zu jedem Gehege, zu, also Rinderstall zu gefahren. Und hab einen gefühlt auch hängen voll. Irgendwas bei den 33.000. 33? Okay. 33. Wenn es 33.000 war, dann ist es weniger geworden. Bei den Kühen habe ich, was weiß ich, überall bei den 30.000 bzw. 29.999 gerade drinnen. Wie viel? 30.000 und 29.999. Was ich, wie gesagt, was ich mich erinnern kann, haben wir glaube ich auch nicht voll gemacht. Wir haben glaube ich 16 oder 18 Backen gekauft. Ja. Okay, da habe ich 1.230.999 Liter drin. Da haben wir ja immer in was sagst du noch, in Hafer. Hafer haben wir reingeschüttet. Ja. Wenn es mir jetzt nicht täuscht, bin ich dann immer mit nicht ganz voll. Also wir haben nicht ganz voll gemacht in Häfen. Aber ich glaube 30.000 habe ich ihn angefüllt immer. Wenn du immer mit 30.000 angefüllt hast, dann verbrauchen deine Kühe keinen Hafer. Ich muss mir das einmal beobachten. Ja. Weil die Zahl echt zu groß ist, 30.000, und das geht nichts sauber. Ja. So, wo soll ich die Saatmaschine hinstellen? Die andere Sämaschine ist dort eine. In der Halle. Ja. Naja. Missionen gibt's auch keine. Für die Kühe kann ich auch nichts weiter auffüllen. Ich glaube, der fällt wie mir als nächstes zulegen und der Großfalter drauf machen. Ja, muss gleich. Ah, das ist scheiße, ohne Lenkrad zum Fahren mit dem. Weiter zurück, weiter. Ja, ist gerade noch gerade fertig. Mit ein bisschen. Rechts einlenken, ja genau. Weiter so. Und jetzt noch rechts einlenken, so. Weiter. Und jetzt gerade zurück. Passt schon. Ja, ich muss zuerst ein Stück rausfahren, weil sonst ramme ich mit dem Hinterreifen der Wand da. Der Vorschlag. Ja. Einfach Rotzhock.
andere Tour, weil da halt durch, passt schon, einfach zurück. Achso, ich hab ein bisschen schnell bleiben. Na, einfach zurück, weiter. Hast noch 2 Meter, hast noch 1 Meter. Und stopp, ja, passt schon. Passt, danke schön. Ja, ohne Lenkteil ist halt echt blöd. Ja. Ja, und jetzt können wir das alles walzen. So. Mal schauen, ob das sauber wird. Ist dann Regen zu stehen los. Kommen auch noch mal zurück. Auf das freue ich mich auch schon beim LS25. Auf was? Die Wolken werfen Schatten. Ah, okay. Das schaut gut aus. Ich glaube, wenn ich selber mal jetzt voll schnell wasche, bin ich schneller drauf. Das will, wenn ich es im Ring stehen lasse. Habe die Ehre, das ist ein Trumpf im Bolzen. Mhm. Und der kannst du nicht auch heim, der bleibt immer fix im Boden, gell? Mhm, gut zu wissen. Dafür bist du um einiges schneller jetzt noch auf dem Bolzen. Auf alle Fälle. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Jetzt muss nur noch was hinterreif werden. Beziehungsweise einmal wahrscheinlich beim Feld 15 und Feld 13 mit der Spritzen drüber. Okay. Du musst warten noch auf. Warte mal, wie schaut's denn aus bei dir? Ja, bei der nächsten Düngestufen kannst du noch einmal drüber düngen, Teufelt. Mhm. Das heißt, nächsten linken Monat eigentlich. Und dann wird bei dir wahrscheinlich das Unkraut da drauf sein. Das heißt, einmal Unkraut entfernen und düngen dann. Mhm.
Das ist einmal der Plan, liebe Leute. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu, damit es sofort bis weitergeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Und die letzten paar Dreck kommen auf den Dreck. Ja, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, viel Recht, Leute.